Hallo und guten Morgen und herzlich willkommen aus Athen in Griechenland. Ich habe kein ordentliches Mikrofon und deswegen hoffe ich sehr, dass du mich trotzdem hören kannst. Ich sitze hier auf einer Parkbank und zwar da oben ist der Akropolis mit den ganzen Tempeln und die Wahnsinnsaussicht aus Athen. Und ein Kollege von mir, der mit mir heute zum Flughafen fährt, wollte das noch ein letztes Mal sehen. Und ich habe gedacht, während ich auf ihn warte, dass ich ein Video mache und mit dir mitteile eine Erkenntnis, das ich aus dieser Woche hatte. Oder die Erkenntnis, das Erkenntnis, ich glaube die Erkenntnis. Wenn er kommt, weiß ich nicht, muss ich auflegen oder weitersprechen, wir werden sehen. Und zwar, was ich gesehen habe, ist Folgendes. Der Körper spricht Wahrheiten und der Kopf spricht einfach. Und das ist echt für mich nicht ein neues Erkenntnis, aber ein Erkenntnis, was ich immer wieder sehe und immer wieder mit neuen Aspekten. Und ich habe gedacht, ich versuche es heute auf diese Art und Weise zu erklären. Dein Körper, dein Körper mit allem drum und dran, mit deinen Beinen, mit deinen Händen und Armen, mit deinen Augen, mit deiner Nase, mit deinem Mund, es macht einfach Dinge. Und es macht Dinge. Und dann gibt es oben rein all die Dinge, die wir darüber erfinden, was der Körper gerade macht oder machen wird. Und wenn ich das ausspreche, klingt das nach Unsinn, aber ich versuche ein paar Beispiele zu benennen. Und zwar, lass uns eine prekäre Situation anschauen. Hast du das schon mal in deinem Leben erlebt? Und wenn ja, das musst du nicht schreiben in dem Kommentarbereich hier unten. Nämlich, kennst du das, wenn du dich unglücklich verliebst in jemanden, obwohl du in einer Beziehung schon bist? Und ihr trifft euch vielleicht zu einem Abendessen und stell dir vor, ihr flirtet, die Chemie ist dort, die gesamte Erfahrung von das Verliebtsein in diesem fremden, neuen Menschen, der so spannend ist. Und ihr spricht über euren jeweiligen Partner zu Hause beispielsweise. Und ihr sagt, ja, also wir fühlen dies und das und jenes, aber eigentlich dürfen wir das nicht tun. Wir lieben doch unser jeweiliger Partner, sei nicht richtig und all das. Und dann gehst du aus dem Restaurant heraus und merkst, wie dein Körper diesen fremden Menschen doch umarmt und küsst und ihr befindet euch binnen einer Stunde in irgendeinem anonymen Hotel irgendwo. Okay? Das ist echt so ein krasses Beispiel, wo der Körper einfach macht, deine Wahrheit lebt, wie sie gerade ist und dein Kopf spricht einfach. Du hast Gedanken darüber, positiv wie negativ, du sprichst diese Gedanken aus zu jemand anderem und das bleibt aber nur Gequatsche. Dein Körper macht, was es will. Oder, und jetzt, ihr wisst, also wenn du mich länger folgst, dass das hier ein Live-Videostream, der mit Business was zu tun hat für Solopreneure, für Einzel- und Kleinunternehmer. In deinem Business ist das ähnlich. Manchmal macht oder nicht manchmal, immer, eigentlich immer, also immer. Dein Körper spricht Wahrheit und dein Kopf spricht einfach. Und zwar, stell dir vor folgende Situation. Du hast dein Business aufgebaut auf eine gewisse Art und Weise. Zum Beispiel, ich habe hier vor kurzem mit Nicola Bird gesprochen, die auf dem Training war in dieser Woche. Und ihr Business ist darauf aufgebaut, dass sie wirklich Masse erreicht. Also sie kriegt Tausende von neuen Leute auf ihrer Little Peace of Mind Blog oder Facebook Channel every day, also jeden Tag. Und sie hat eine riesige Liste, die einfach mal 10.000 war, dann 15.000, dann 20.000 war. Und sie macht ihr Körper, ihr ganzer Körper spricht Wahrheit und macht in letzter Zeit große Gruppenprogramme beispielsweise. Und dann kommt sie nach Athen und erlebt während der Woche, wie ich auch, wie Michael ein Intensive durchführt. Mit einer Einzelperson, über 3 Tage, wirklich im One-to-One. Exakt das absolute Gegenteil von Masse, sondern das sehr individuelle und persönliche Zusammenarbeit mit Kunden.
Und sie hat die Idee, beziehungsweise ihr Gehirn spricht und sagt, ja, das sollst du auch mehr davon haben. Das wäre doch auch ein Modell. Wenn du dein gesamtes Business drauf aufbauen würde, wärst du glücklicher, wäre das einfacher, wäre das schöner. Und diesen Gedanken hatte sie öfters mal gehabt, dass das so aussehen sollte, ihr Business. Und doch, sie beobachtet, sie bemerkt, wie ihr Körper, ihre Hände, ihr Augen, ihr Mund, alles, was sie tut in ihrem Business, es führt sie in Richtung von dieser Masse und dieser Reichweite und diese größeren Programme, die auch niedriger kosten und solche Sachen. Das ist ein Beispiel, wo das auch nicht übereinstimmt. Hier kommt mein Kollege und ich rede einfach weiter. Das sind so zwei Beispiele, die ich gesagt habe, wo das Ganze nicht übereinstimmt. Dein Körper macht eine Sache, aber dein Gehirn bringt dich in eine andere Richtung. Ganz kurz. Martin, I'm doing a live video, just so you know. I'm just going to keep talking. Is that okay with you? We just walk and talk, okay? Also, das ist Martin. Willst du Hallo sagen, Martin? Hello, how are you? Aus der Tschechischen Republik, aus Prag in der Nähe. Und wir laufen zurück zum Hotel. Okay, so, das sind Situationen, die ich gerade genannt habe, wo dein Körper eine Sache macht, deine Wahrheit lebt und wo dein Gehirn einfach spricht und was anderes sagt. Aber es gibt Situationen auch im Leben, und die hast du bestimmt öfters erlebt, wo dein Körper deine Wahrheit spricht, es macht, und das, was dein Gehirn quatscht und sagt, stimmt mit dem überein, was dein Körper so macht. Was meine ich damit? Das heißt, sowas wie, manchmal haben wir die Illusion, dass wir Klarheit gewinnen über etwas, was wir tun wollen in unserem Business. Wir wollen zum Beispiel einen Launch machen, eine Kampagne starten, um ein Programm zu füllen beispielsweise. Und wir bemerken, dass unser Körper das auch tut. Also das stimmt in dem Moment überein. Und das ist eine Sache, wo ich in der Vergangenheit gedacht habe, das, was mein Körper tut, folgt der Klarheit, die mein Kopf hat. Und heute kann ich das sehen für eine Illusion. Und hier wäre mal eine Möglichkeit für heute für dich, in dein Leben zu gehen und auch in den nächsten Tagen und beobachte selber, wie manchmal dein Körper einfach die Wahrheit macht und dein Kopf sagt was anderes dazu. Und manchmal, wie sie übereinstimmen. Und fühle für dich, wo die Wahrheit ausgeht. Und für mich ist ganz klar, die Wahrheit geht von meinem Körper aus. Und mein Kopf kommt immer mit, irgendwann mal. Also, das heißt nochmal wiederholt. Es gibt das, was du tust. Und dann gibt es die ganzen Gedanken, die du darüber hast. In die eine oder andere Richtung. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen Musik. Schauen wir mal. Und ich hoffe, dass ihr das sehen konntet, diese tolle Musik hinter mir. Gerade habe ich einen Anruf bekommen währenddessen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und wir sehen uns hier bald wieder online. Tschüss zusammen.